Hey Leute, willkommen zurück zu Pokémon Feuerrot Nuzlocke Challenge. Schutz wirkt nicht mehr, egal. Der Schutz ist eh kacke gerade, weil unser Pokémon an erster Stelle scheiße schwach ist. Vom Level her. Nämlich unsere schöne, süße Anima, die wir im letzten Part gefangen haben. Mal wieder Skyshine. Los, Anima! Gut gemacht, Anima. Komm zurück, du hast so viel getan. Los, Fran! Vernichtung! Ja, wir kennen langsam das Prozedere. Der Igel ist sich sogar schon ein vor Angst. Er sollte auch Angst haben. Karateschlag! Lebensuder. Ich hatte so vor Elektroattacken einsetzt mit Fran. Und dumm ist er auch noch. Er gehört bestraft. Fran ist hardcore. Alter, nochmal 4 HP plus. Ein guter Tank mit Pummeluff. Ich will noch nicht mehr. Schutz ist immer wichtig, hab ich gehört. Okay. Wir müssen hier vorsichtig sein. Wir wollen nicht gegen den Typen da unten kämpfen. Denn er hat ein Magnetilo und das ist kacke. Weil Magnetilo bumst uns. Yes! Okay. So richtig lang gewartet. Alles für den Trank. Nein, verdammt! Nein! Hey, schleich nicht so rum, fick dich! Oh nein, oh Leute! Okay, chill, chill, chill. Fucking Magnetilo. Scheiße. Hat sogar 2 Magnetilos? Ich raste aus. Los, Anima! Was tun wir? Hey, Moment mal! Friend, Dingens, Kampf ist doch effektiv auf Stahl, was ist los mit mir? Okay, Anima, komm zurück. Los, Fren! Ich vernichte das Stück Scheiße. Okay. Karateschlag! Willst du mir etwas sagen, wie ich kämpfen soll? Nein. Wow, was war das? Spezialverteidigung sind stark. Fren, pass auf! Bist du jetzt gut angreifbar? Ich passe immer auf. Wer ist der Nächste? Oh, wow. Oh, ein Wörterbein, okay, das geht noch. Was, du wechselst mich aus? Sorry, die anderen brauchen auch Training. Die anderen sind mir aber egal. Komm zurück. Oh, verdammt. Los, Anima. Anima, Pfund. Ja, der Vorgang. Na gut, dass er keine Explosionen haben kann auf dem Level, da bin ich mir recht sicher. Oder bin ich? Ja, er hat bestimmt keine Explosion. Los, Anima! Ich glaube, er kann Superschall haben, deshalb gehe ich auf Nummer sicher. Ich weiß, wir haben nicht viel Tränke. Aber Anima muss sowieso noch trainiert werden, von dem her ist das in Ordnung. Verteidigung von Anima sinkt stark. Das macht nichts. Denn er greift den nicht an. Der Trottel. Ja, ich dachte, er könnte vielleicht Ultraschall haben. Und Ultraschall macht immer 20 Schaden. Und da wir nur 20 HP hatten, hatte ich Schiss. Oh, aber wir haben den Streber kaputt gebumst. Ich habe irgendwie nicht an Fran gedacht, als ich an Magnetilo gedacht habe. Magnetilo ist schon ekelhaft. Also am Anfang jedenfalls. Meine Pokémon bringen das nicht. Ja, genau. Das ist scheiße. Bin ich zu böse? Bad Boy, okay. Ah, ein Sonderbonbon, den nutzen wir irgendwann vor der Liga oder so. Du erreichst das erste Team, wenn du es durch diese Höhle schaffst. Ah, okay, danke. Danke, Name. Wie heißt du? Danke, Käfersammler Magnus. Hey, Magnus sagt mir was. Egal. Los, Raupi! Los, Anima! Pfund! Wie freundlich, er wollte mich kitzeln. Och, schon wieder. Anima, er greift dich mit seiner mächtigsten Attacke an. Aber wieso tut es da nicht weh? Das ist ein Raupi. Nun ja. Ich hab ihn zurückgekitzelt. Sicher. Ach, noch ein Spielgeselle. Anima, geht's dir gut? Aber ja. Guck, er hat sich sogar in mich verliebt.
Ja. ich war kurz weg, sorry. Liebe. Liebe ist in der Luft. Hab ich da gerade einen Fahnenschuss gehört? Komm zurück, Kentai. Oh. Wie nett. Er reicht mir ein Taschentuch. Ein Taschentuch? Ja, es ist sogar aus Seide. Klar. Ja, lieber macht mir mehr Angst als Kentai. Ein Safcon. Du musst ein Pokémon nehmen, was noch mehr Training braucht. Komm zurück, Anima. Ist gut. Los, Nies. PK, okay. Das ist wieder ein richtig spannender Kampf, Leute. Macht euch gefasst. Und was macht ihr heute noch so? Oh, war schon 6 Minuten lang. Wow. Das ist schon krass. Ich finde es erstaunlich, dass mir noch kein Pokémon gestorben ist. Rekord, Leute, Rekord. Ich sag euch ja, der Habitat-Trainer, ne? Ich hasse ihn so sehr. Ja. Fucking Safcon schreckt zurück. Safcon kann sich noch nicht mal bewegen, Mann. Was will er mir eigentlich erzählen? Ach ja. Los, ich staune immer wieder und immer und immer wieder. Leute, ich kalt euch das raus. Okay, Leute. Freaking Ness hat sogar gekrittet. Ist das krass oder ist das krass? Oh yeah. Ein bisschen weniger. Wegen Grafik. Ich hab verloren. Oh. Wirklich? Das ist mir ja noch gar nicht aufgefallen. Ja. Packen wir mal Ness nach vorne. Move braucht auch noch ein bisschen Training. Haben wir Schutz aktiviert? Ich glaube schon. Laufen wir einfach mal ein bisschen rum. Wir gucken einfach. Oh mein Gott, der Flugzeug, wow! Die sind voll teuer. 550 oder so. Ja, mit dem Typen wollen wir nicht reden. Doch, wollen wir. Hallo, ich kaufe Fossilien hier am Mondberg aus. Manchmal hilft mir Roko, die Arena-Leute von Memoria City. Okay. Schutz wirkt nicht mehr. Ja, okay. Geh ich halt so rum. Wow, hier drin kann man sich gleich verlaufen. Ja. So richtig komplex? So gar nicht. Höre Miriam. Los, Myra, ja. Okay, ist gerackt. Los, Ness. Ich glaube, Blutsaug könnte effektiv sein. Käfer, Pflanze, war das was? Nee. Vielleicht doch, aber Käfer dann nicht auf Gift. Alter, das wäre ja so ein ekelhafter Kampf, wenn ich den zulassen würde. Ob wir würden gewinnen. So, Leute, ne? Also, bis gleich. So, Leute. Wir haben es fast, wir haben es fast. Das ist schon krass. Die ganze Zeit nur Blutsauge gespammt. Ihr habt nichts verpasst. Fucking Myrapla. Ich glaube, Myrapla gibt nicht TP, aber ich will einfach alle EP, die ich jetzt habe, Ness überlassen. Weil Ness super kacke trainiert. Aber ich glaube, ab Level 15 hat das Flügelschlag. Also, da wird das schon ein bisschen besser. Irgendwie so war das. Verzeihung, meine Nase tötet mich wieder mal. Deshalb musste ich kurz pausieren. Ja, wow, Level 11, wow. Oh, super schön. Okay, das könnte nützlich sein. Oh, der Fenster. Okay, ich bleib drin. Hätten wir jetzt einen Flügelschlag, ne? Ich würde feiern. Aber versuchen wir doch mal direkt Superschalten zu nutzen. Oder auch nicht, weil es nicht trifft, weil es ist ja nur 55%ige Trefferchance. Bei Gegnern aber 100%, das wissen wir alle. Fucking Superschall. Okay, cool. Na, bei zwei Versuchen, ich sollte mich nicht so beschweren. Klafenza wäre auch geil, weil Ultrigaria hat halt einen richtig guten Angriff. Oh. Wir nehmen Move, weil Move hat gebraucht. Ebenfalls. Los, Move! You can do it! Oh, ups. Alter, was? Ich sag hier, dieses Mistvieh hat viele Angriffe. Okay, das ist zu krass. Das ist zu krass. Das ist viel zu krass. Das ist zu krass. Okay, Choose, du machst das. Komm zurück, Move. Aber Face. Ja, das kann ich gut. Los, Choose. Muss ich wieder andere verletzen? Ja, aber er hat fast Move getötet. Oh.
Du hättest ruhig ein bisschen begeisterter sein sollen. Oder unbegeisterter. Du hättest dich mehr kümmern sollen. Tut mir leid. Flügchen, der Kamerad ist fast verreckt. Du sagst nur, oh. Ja, ich kenne ihn halt noch nicht so gut. Nein, ich hab verloren. Oh. Ich hab Schiss im Move. Es hat einfach die ganze Zeit geraggt, weil es so wenig Verteidigung hat. Geil, du wisst was, vergessen wir es. Wir nutzen einfach noch einen Trank. Ist mir scheißegal. Verdammte Knuffenser. So viel Macht. Oh, der Schutz ist ja aus. Also lösen wir einfach noch einen. Ach ja, kommen wir uns mal hier um. Adio. Wir drehen hier ein dickes Ding. Mach dich vom Acker. Okay. Aber er ist wirklich mit deiner EP und dein Geld. Los, Tobat. Los, Ness. Ich glaube, Superschall bringt nichts mehr zu was. Ich bin mir nicht sicher. Doch, bringt was. Aber ich habe keine Lust, weil Superschall eine beschissene Dingens hat. Trefferchance. Apropos Trefferchance. Wie viel Trefferchance hat Gesang? Auch nur 55. Okay, es ist gar nicht so gut, wie ich dachte. Gut, dann nehmen wir... Tschüss. Komm zurück, Nies. Los, tschüss. Auch ein geflügeltes Wesen wie ich. Muss ich ihn wirklich verletzen? Ja, es ist voll fucking Team Rocket. Oh. Nun, wenn das so ist, wer ist Team Rocket? Solche Typen. Jetzt bin ich verwirrt. Ja, verdammt. Ja, du hast mir nur geholfen bei meiner Kampfstrategie. Ja, genau. Los, tschüss, Konfusion. Auf mich? Nein, nicht. Okay, gut. Oh Gott, ich bin so neidisch. Tschüss, komm zurück. Du bist mir viel zu verwirrt. Ist gut. Los, move. Fest. Ich werde alles schnell zerstören. Woo! Fest, du bist fest durch diese Höhle durch. Ja, das stimmt. Jetzt eine Schlange. Ja, entspann dich, konzentrier dich. Ruck, gut gefest. Okay. Wir müssen ihn nur 80 Mal treffen. Und das vielleicht zweimal. Du packst das, move. Was? Rucksucki! Verdammt! Ich hoffe, wir werden keine One-Hit. Oh, One-Hit? Ja, jetzt komm schon, Mann. Frau. Hm. Ah. Okay, das ist gar kein Schaden. Oh ja, es ist eigentlich nur eine entspannende Massage. Huh. Ja, Rettern war einfach zu freundlich. Das Rettern gehörte nicht mehr, das ist einfach hier hingekommen und wollte helfen. Oh. Na, ah, passiert. Jetzt hast du es gerackt. Ja, ich bekomme trotzdem dein Geld, halt Maul. Du bist eine Art Nuss-Kitty. Danke. Aber ich bin kein Kitty mehr. Ja, vielleicht etwas. Oh, Raub. Raub ist praktisch. War in dem Stein noch was? Yeah, Ether. Ich bin der Beste. Mondberg, der Echte. Wer ist vorne? Nice, ja, klar. Okay. Bist du auch auf Forschungsreise? Nein. Ich will hier nur durch. Chill. Dam, dam. Los, Radfahrt. Los, Ness. Super Schall. Was ich ja Radfahrt. Wie wir mit 55% Trefferchance instant zu treffen. Ja, wir benutzen einen Blutsauger. Vielleicht haben wir ja Glück mit der Verwirrung. Wohl nicht. Alter. Aber ich glaube, vor allem wegen dem Blutsauger halten wir noch etwas aus. Mindestens ein Schlag. Außer ein Crit. Dammit. Wie nicht mehr verwirrt. Okay, ich wechsle. Kann ich vergessen. Wir haben eh nicht genug AP. Verdammtes Hilfemenü. Jetzt haben wir uns etwas geil. Brian, du darfst kämpfen. Endlich.
Ich werde diese Ratte zerteilen. Okay. Was macht es da? Dieser spielt mit seiner Rute, mit seinem Schwanz. Was habe ich da gehört? Komm zurück, Kentai. Karate-Schlag. Oh ja. Zerrissen. Lass es in Ruhe, es ist bereits besiegt. Es ist doch nicht besiegt genug. Oh, komm zurück. Feigling. Aber jetzt kriege ich dich. Los, Rat Fratz. Noch mehr Mäuschen zum Spielen. Das ist keine Aufziehratte. Oh. Zubats, lass mich nicht zerstören. Ich hasse Zubats. Weißt du, ich sollte dich nicht mit Nest in einen Käfig sperren. Komm zurück. Ja, wie kannst du es sagen? Los, geht's dir gut? Ja. Ich denke nur darüber nach, wie sinnlos das alles ist. Okay. Was macht unsere Taten? Was macht uns menschlich von unseren Taten? Moment mal, du bist nicht mal ein Mensch. Wieso verletzen wir uns gegenseitig, nur weil Kinder mit irgendwelchen komischen Mützen uns dazu befehligen? Weißt du, eigentlich technisch gesehen bin ich kein Kind mehr. Was für eine grauenvolle Welt. Er kommt zurück. Ach ja. Hallo. Hilfe, Überfall! Ah, nur ein Blach. Wieso hält mich jeder von Blach? Yeah. Das Grinsen. Los, Kleinstein. Hau rein, Ness. Gut gemacht, Ness. Komm zurück. Ich hab doch gar nichts getan. Genau das war der Plan. Los, Fran. Zerstören. Fran, Karate-Schlag. Ich zertrümmere dieses Stück. Okay. Jetzt Fußkick. Ich drehe diesen Ball weg. Musst du mal deinen Kampf kommentieren. Es hilft mir, mich zu konzentrieren. Hast du was dagegen? Nein. Noch ein Kleinstein. Ich kann noch kämpfen. Nein, komm zurück, das macht Hentai. Aber... Los, Hentai. Oh ja. Mit meiner Knospe verschieße ich diese Arme. Ich will, dass du deinen Ranken einsetzt. Du willst wohl direkt zur Sache kommen, was? Okay. Oh, ein Onyx. Oh ja, eine geile, steinige Schlange, die so lang und groß ist. Benutzt die bei deiner eigenen Ranke. Mit Vergnügen. Kreuzen wir die Schwerter. Oh, verdammt! Hat dir wohl nicht so gut geschmeckt. Weißt du, hast ihn mit deinen Ranken nicht außer Gefecht gesetzt. Oh ja, meine Ranke, seine Ranke ist zwar größer, aber meine ist stärker. Oh, du hast mich total überrumpelt, Mann. Ach ja. Bin ich eigentlich der Einzige, der ihre Stimme hören kann? Nee, der Schutz wirkt nicht mehr. Ich glaube, ich habe genau genug Schutz, um hier rauszukommen. Wir sind nämlich gleich am Ende der Höhle. Obwohl, nee, es kommt doch noch etwas. Ach, ich weiß nicht. Aber wir finden hier noch einen Schutz. Wir werden sehen. Oh nein, wir finden einen Beleber. Ich dachte kurz, es wäre hier ein Schutz. Wow! Trotz Schutz angegriffen werden. Ein Paras. Los, Ness. Hauen wir ab, Ness. Sehr gut, Ness. Oh yeah. Okay. Ich will... Ness weiterhin vorne bei... Ja. Ich dachte kurz, Move wäre Level 11 noch, aber das ist ja nicht der Fall. Na, wir ranken den. Geh, wachsen und nicht auf den Weg haben, du Nervensäge. Oh Mann, ich bin kein Blach. Los, Radfratz. Nimm jetzt den mächtigen Pokémon. Los, Ness. Super Schall. Oh, heilige Kacke. Gut, dass du ihn getroffen hast. Ja, das ist hier erstmal verwirrt.
Ja, Fern ist schlecht. Aber Fern ist auch nicht schlecht. Komm zurück, Ness. Hau rein, Move. Das ist dein Kampf. Ratfratz gegen Ratfratz. Ich bin ein schnelleres Ratfratz, ein besseres Ratfratz. Ich bin fester. Und deshalb verwendet sich selbst. Also entspann dich, du hast einen Vorteil. Alles klar. Hey, wir haben echt Glück mit der Verwirrung. Oh ja. Aber ich brauch kein Glück, ich bin sowieso fester. Vor seinem ersten Angriff war ich schon drei. Okay, Move. Alles klar, komm lieber zurück, ja doch. Alles klar. Hau rein, Hentai. Oh ja. Was soll ich hier mit meinen Ranken erledigen? Das Sandan. Oh gut. Noch ein Sandan. Erst Level 14. Moment mal, passiert das nicht sogar jetzt schon? Ich bin sauer. Okay. Nee. Gut, Leute, ich würde sagen, das war's erstmal mit Pokémon Feuerroten Nuzlocke. Ich bedanke mich fürs Zugucken und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und wie es mit Tentacle und den anderen weitergeht, erfahren wir im nächsten Part. Von Pokémon Nuzlocke. Tschüss.